Er war einer der größten Entertainer aller Zeiten. Er ist einer der besten Künstler, die es je gab. Ich trage die Songs vor, die meine Fans hören wollen. Und vielleicht der am meisten Missverstandene. Man hörte nie, dass Michael wütend war oder jemanden angeschrien hat. Aber sein Superstar-Dasein wurde von hässlichen Anschuldigungen überschattet. Egal ob Michael Jackson oder Jesus Christus, man belästigt einfach keine Kinder. Michael Jackson war an allen Anklagepunkten unschuldig. Michael Jackson starb an einer Überdosis Schlafmitteln. Doch viele fragen sich, ob seine Seele nicht schon viele Jahre zuvor zerstört wurde. Der 20. Juni 2009, ein Tag wie jeder andere in Los Angeles, Kalifornien. Es ist Hochsommer und Hollywood ist voller Leben. Plötzlich hält die Vergnügungsindustrie inne. Das Gerücht verbreitet sich, dass Michael Jackson ernsthaft erkrankt ist. Alles beginnt mit einem verzweifelten Notruf. Yes, sir. I need an ambulance as soon as possible, sir. And what's the problem exactly with that? Sir, we have a gentleman here that needs help and he's not breathing. He's not breathing and we're trying to pump him, but he's not. Okay, how old is he? He's 50 years old, sir. Der Mann in der Notrufzentrale weiß nicht, dass der in Lebensgefahr schwebende 50-jährige Michael Jackson ist. He's not breathing? Yes, he's not breathing, sir. Is he on the floor? Where's he at right now? He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay, let's get him on the floor. I'll help you with CPR right now. Die Neuigkeit verbreitet sich und die Welt hält den Atem an. Jacksons Tod ist das Ende einer Hollywood-Tragödie. Aphrodite Jones recherchiert zu dieser Zeit gerade in Los Angeles eine andere Geschichte. Als sich die Nachricht verbreitet, dass Michael Jackson schwer krank ist, wird Jones von den verschiedensten Medien um Kommentare gebeten. Jones hat 2007 ein Buch über Michael Jackson geschrieben, in dem sie die Ansicht vertritt, dass der Star zu Unrecht von den Medien verurteilt wurde. In Beverly Hills, am anderen Ende der Stadt, sitzt Frank DiLio, Jacksons Manager und enger Freund beim Mittagessen. Ein Fan rief mich an und fragte, ob ich wüsste, dass ein Rettungswagen vor Michaels Haus steht. Ich sagte, du machst Witze, ich weiß nichts davon, aber ich finde es raus. Ich legte auf und rief Michaels Assistenten an. Er sagte, ich bin auf dem Weg zu ihm, der Arzt ist bei ihm. Aber es sieht nicht gut aus. Michael Jackson ist in einem kritischen Zustand. Sanitäter bringen ihn von seiner Mietwohnung in Bel Air ins UCLA Medical Center. Dachten Sie zu diesem Zeitpunkt, dass er tot ist? Nein, ich dachte, er lebt. Weil Sie ihn am Abend zuvor noch gesehen hatten? Genau. Und es ging ihm gut? Es ging ihm gut. Richtig gut? Richtig gut. Frank DiLio besuchte Michael Jackson am Abend zuvor im Staples Center, wo er für seine kommende Konzerttour This Is It probte. Keine Herzschmerzen, nicht die leiseste Andeutung? Nichts. Er war bei der Sache, als gäbe es keinen Morgen. Michael war nie glücklicher. DiLio eilt ins Krankenhaus, wo Jackson versorgt wird. Er kommt als einer der Ersten an. Wir saßen vor dem Zimmer und hörten sie arbeiten. Klappern, Pumpengeräusche und Maschinen. Wir warteten rund eine Stunde, bis eine Schwester herauskam und mich fragte, wer ich sei. Ich sagte, ich bin Frank DiLio, Michaels Manager. Wie geht es ihm? Sie schüttelte den Kopf. Ich fragte, was heißt das? Sie antwortete, er ist von uns gegangen. Er ist seit 2 Stunden hirntot. Wir halten ihn nur am Leben, bis seine Mutter eintrifft. Vor dem Krankenhaus versammeln sich hunderte Fans und warten nervös auf Informationen. Bald kommt seine Mutter, Catherine Jackson. Die Security sagte, dass Frau Jackson da wäre. Wir brachten sie in ein Zimmer. Was denkst du, Frank? Ich weiß es noch nicht. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Dann erklärte ein Kardiologe ihr die Situation. Es war sehr emotional. Sie nahm meine Hand und wir weinten.
Sie mussten nicht nur Catherine Jackson sagen, dass ihr Sohn tot war. Sie mussten auch zu Michaels Kindern gehen. Ja. Und es ihnen sagen. Wie war das? Das war das Schwerste, was ich in meinem ganzen Leben tun musste. Ich kam mit einem Sozialarbeiter und einem Arzt und sie warteten mit einer Nanny. Was in diesem Zimmer geschehen ist, soll auch dort bleiben. Nur so viel. Ich musste es ihnen sagen und es war sehr emotional. Extrem emotional. Es war eine der traurigsten Aufgaben, die ich je hatte. Die Nachricht von Michael Jacksons Tod führt zu weltweiter Trauer. Michael kannte kein Alter, keine Rasse oder Nationalität. Alle liebten ihn. Pearl Jr. ist Reporterin. Sie hat sich intensiv mit Michael Jackson und seinem Leben beschäftigt. Vor dem Prozess wusste ich nicht, was ein wirklicher Fan war. Wir haben bereits vor Jahren darüber gesprochen. Die letzten 4,5 Jahre, seitdem ich von dem Prozess berichtete, habe ich mich jeden Tag mit ihm beschäftigt. Ich weiß viel über ihn, habe seine Familie getroffen, mit ihnen gesprochen. Nach einer Weile fühlte ich mich als Michael Jacksonologe. Tom Misereau ist der Anwalt, der Jackson im Gerichtsprozess wegen sexueller Belästigung erfolgreich vertrat. Er sieht in der Berichterstattung über Michael Jacksons Tod zwei unterschiedliche Seiten. Die emotionalen Reaktionen der Fans findet er ehrlich. Die warmen Worte angeblich naher Freunde hingegen hält er für scheinheilig. Plötzlich tauchen sie auf und behaupten, dass sie ihn geliebt und geschätzt hätten. Doch dadurch, dass ich ihm während der Vorbereitung meiner Verteidigung sehr nahe war, weiß ich, dass viele dieser Menschen uns nicht unterstützen wollten, als wir sie brauchten. Einige der Stars, die im Fernsehen ihre Liebe zu ihm beteuerten, wollten nicht mit uns zusammenarbeiten, als wir sie darum baten. Sie wollten nicht in die Sache reingezogen werden. Tom Misereau vertrat Michael Jackson 2005 in dem einiger Medien zufolge berüchtigsten Prozess des Jahrhunderts. Glaubten Sie jemals, er könnte ein Kind sexuell belästigt haben? Nie. Als ich den Fall übernahm, kannte ich ihn nicht. Ich beginne jeden Fall unvoreingenommen. Ich möchte den Klienten als Menschen kennenlernen und die Beweise sehen. Für Michael stand sein Leben zur Verhandlung. Mir war egal, was die Medien oder alle anderen sagten. Ich wollte mir mein eigenes Bild machen. Ich habe sehr schnell begriffen, dass er nie ein Kind belästigen oder verletzen könnte. In 10 Anklagepunkten wurde er der Verschwörung und sexuellen Belästigung eines 13-jährigen krebskranken Jungen beschuldigt, der bei ihm auf der Neverland Ranch zu Gast gewesen war. Für Tom Misereau war das einer der perfidesten Angriffe auf den Künstler. Seit bereits über 10 Jahren wurde er attackiert, was ihm mehr und mehr zusetzte und eine tiefe Enttäuschung hinterließ. Über Jahre berichteten die Medien über das, wie sie es nannten, obsessive Verhalten des exzentrischen Künstlers. Tom Misereau kam jedoch zu dem Schluss, dass auch eine andere Seite voreingenommen war. Das Team der Anklage unter Leitung des Bezirksstaatsanwaltes von Santa Barbara, Tom Snedden. Ich finde, er war extrem von dem Fall besessen. Das sieht man daran, dass er Michael Jackson zusätzlich zu den falschen Anschuldigungen der sexuellen Belästigung von Kindern, auch noch der Verschwörung zur Kindesentführung, der Freiheitsberaubung einer Familie und der Erpressung anklagte. Seiner Ansicht nach benutzte Michael Jackson Neverland, um Kinder anzulocken. Man konnte ihn nicht davon abbringen, weil er sich für das Gesetz in Santa Barbara County hielt. In Santa Barbara County. Paul Rodriguez war der Sprecher der Geschworenen. Warum glauben Sie, wollte der Bezirksstaatsanwalt Michael Jackson in so vielen Punkten anklagen? Man hatte das Gefühl, dass er fast alles tat, um uns zu überzeugen, die Dinge wie er zu sehen, egal wie die Beweise lagen. Es war beinahe, als ob er eine Fehde mit ihm hatte und ihn unbedingt vor seiner Rente noch irgendwie verurteilt sehen wollte. Reporter machten den Prozess zu einem Medienzirkus. Nachforschungen überzeugten Tom Misereau, dass es zwar ein großes Risiko für ihn war, Michael Jackson zu verteidigen, aber eines, das es sich einzugehen lohnte.
Die meisten dachten, dieser Fall sei nicht zu gewinnen. Man hielt sie für verrückt, Michael Jackson zu verteidigen. Freunde und Kollegen sagten mir, dass der Rest meiner Karriere durch diesen Prozess geprägt sein würde und dass der Fall nicht zu gewinnen sei. Wenn er ins Gefängnis käme, würde ich auf der ganzen Welt in die Schlagzeilen geraten. Ich merkte aber schnell, dass die Anschuldigungen Lügenmärchen waren und Michael Jackson in allen Anklagepunkten völlig unschuldig war. 4 Jahre später stirbt Michael Jackson. Der Gerichtsmediziner des Bezirks Los Angeles stellt als Todesursache fest, eine akute Vergiftung mit tödlichen Mengen Beruhigungsmitteln in Kombination mit dem Narkotikum Propofol. Für Mesereau liegt die eigentliche Ursache jedoch weit vor seinem Todestag. Er ist nur der Gipfel der Qualen, die Michael Jackson 16 Jahre erdulden musste. Eine Zeitspanne, die 1993 mit einem anderen Fall begann. Vom Aufstieg und Fall eines Superstars. Enge Vertraute öffnen die Akte Michael Jackson erneut und enthüllen sein wahres Gesicht. Die mysteriösen Hintergründe seines Todes und woran der King of Pop wirklich starb. Gleich geht's weiter. Sie kennen uns nicht, wir sind die Jackson 5. Um Michael Jackson, den Mann, zu verstehen, muss man versuchen, Michael Jackson, das Kind, zu verstehen. Mitte und Ende der 60er Jahre war Michael Jackson der Leadsänger einer der bekanntesten und erfolgreichsten Bands des Landes, die Jackson 5. Michael wurde mit 5 Jahren Teil der Band. Sie bekamen aber erst einen Vertrag bei Motown und damit Geld, als er 11 Jahre alt war. Joe schleifte also 6 Jahre lang die Kinder von Auftritt zu Auftritt und von Hotel zu Hotel. Die absolute Hingabe an seine Arbeit, die Michael bereits als Kind lernte, machte ihn zu einem der größten Entertainer der Welt. Sein Ehrgeiz bescherte ihm Erfolge, die kein anderer Künstler je erreichte. Die Früchte seiner Arbeit waren nie offensichtlicher als 1993. Er hatte einen 890 Millionen Dollar Vertrag mit Sony. Seine Bad und Dangerous Welttourneen waren die finanziell erfolgreichsten Konzerttouren aller Zeiten. Trotz seines Erfolges vergaß Michael jedoch nie diejenigen, denen es schlechter ging. Alle, die Michael Jackson schon am Anfang seiner Karriere kannten, halten ihn für einen ehrlichen Menschen mit festen Wertvorstellungen. So auch Joanne Horowitz, die Michael schon seit Ewigkeiten kannte. Für mich war er ein ganz normaler Mensch. Er war einfach ein netter Kerl. Nicht arrogant, nicht eingebildet. In all den Berichten über ihn hörte man nie, dass er einen Wutausbruch hatte oder jemanden angeschrien hat. Er war einfach ein richtig guter Mensch. Ich denke, die Menschen wollen wissen, wer Michael Jackson wirklich war. Er passt in kein bestimmtes Schema. Als ich ihn traf, war er praktizierender Zeuge Jehovas. Diese Menschen trinken nicht und nehmen keine Drogen. Er war ziemlich unschuldig. Als wir auf der Bad Tour in Europa waren, besuchten wir in jeder Stadt ein Kinderkrankenhaus und kauften ihnen ein medizinisches Gerät. Nicht ein Krankenhaus auf der ganzen Tour, sondern in jeder Stadt. War das Michaels Idee? Ja. In einer Stadt lag ein Junge im Sterben und wollte Michael treffen. Michael sprach.